So, hallo Leute, den Test von meinem neuen Kocher, Grill, Hobo, habt ihr nun gesehen? Da habe ich mal den Garten wieder besucht bei mir. Das zeige ich euch das Teil nochmal, wie es danach aussieht. Das wird übrigens geliefert in so einer braunen Stofftasche. Jo, da ist er nun, das gute Stück. Ist aus Edelstahl. Das ist unten dieses Blech, wo dann die Asche und die Glut und so weiter drauf fällt. Das ist oben der Aufsatz, dieser Grillaufsatz, was man auch immer man da drauf grillen kann, vielleicht kleine Miniaturwürstchen oder man stellt einfach eine Tasse oder ein Gefäß drauf. Ja, so sieht das aus. Es ist schwarz geworden, groß verzogen hat sich da jetzt eigentlich nichts. So, jetzt zeige ich euch das Teil nochmal im Detail. Das Ding ist super easy aufzubauen. Zack, fertig, das war's. Wir nehmen jetzt diese Klappe, die man ja ein bisschen verschließen kann. Also wie ihr in dem Video gesehen habt, der zieht richtig heftig. Es hat sich nichts verzogen, es hat sich nichts verbogen. Ja. Also ich kann jetzt nichts Negatives dazu sagen. Doch ein Punkt kann ich sagen, was mir nicht so gefallen hat, als ich ihn ausgepackt habe, ist innen wie außen auf jedem Millimeter des Materials eine blaue Schutzfolie. Also diese Firma, die dieses Teil produziert, vermute ich mal, bekommt die Teile einzeln geschickt mit dieser Folie drauf und dort wird das dann einfach nur noch zusammengeklöppelt mitsamt dieser Folie. Also falls ihr euch das Ding zulegen sollt, wollt, müsst, könnt, dürft, dann habt viel Geduld, bis ihr diese ganze Folie abhabt. Also ich habe locker eine Viertelstunde gebraucht und es waren immer noch ein paar Reste dran. Lässt sich auch ja nicht vermeiden. Ah, hier unten in der einen Kante, vielleicht seht ihr das, ist immer noch ein bisschen von dieser blauen Folie. Also ja, nu, was auch immer sie sich dabei gedacht haben. Ja, von innen sieht das so aus. Es ist dieses Gitter, was dann einfach beim Aufhalten runterklappt, beziehungsweise ihr macht das Ding hoch. Ja, so sieht es dann einfach zusammengeklappt aus. Ist ein brauchbares Packmaß, finde ich noch. Und funktioniert super. Also von der Funktion her kann ich nichts Negatives sagen. Der Preis ist natürlich sensationell. Ich verlinke euch das unten mal in der Videobeschreibung. Da habt ihr einen Link zu Amazon. Da kostet das Teil, glaube ich, im Augenblick unter 30 Euro. Also, ja, ein Top-Teil, funktioniert super. Ich kann nichts Negatives sagen. Schaut es euch an und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da oder einen Daumen nach oben oder einen Daumen nach unten oder einen Daumen zur Seite, wenn ihr den Button findet. Okay, macht's gut, ciao.